Leute, wir sind zurück. Kingdom Hearts, Re-Chain of Memories, Reverse Rebirth. Wir sind hier im letzten Part mit Rico angehalten in Hollow Bastion. Jetzt müssen wir den kleinen Weg noch einmal zurücklaufen, weil wir haben leider noch nicht genug Verschnaufpause-Dinger, um in Hollow Bastion zu speichern. Wir haben nur einen mit Stufe 1 und den konnten wir jetzt nicht einsetzen. Aber wir wissen ja, wo wir lang müssen. Das ist ja nicht weit. So, jetzt sind wir schon wieder da, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und gehen oben durch die Tür weiter. Mal gucken, wo uns das hinführt. Echt jetzt? Lass mich hier hoch, Brudi. So, einmal zack. Und dann gehen wir durch die Tür. Mal gucken, wo die uns hinbringen und ob wir dann schon zum Boss kommen. 5 oder höher. Machen wir Kreuzung der Räume. Mal gucken, was wir bekommen werden. Stunde des Kämpfers. Okay, unsere Angriffskarten sind stärker. Kann ich mit leben. War's das schon? Nee. Aber jetzt. Gut, Region. Damit sollten wir erstmal eine ganze Weile gut über die Runden kommen. Da haben wir auch schon die letzte Tür. Nice. Kann gerne weiter so gehen. Tja, viel können die Herzlosen jetzt gegen unsere Karten gerade nicht machen. Weil wir haben jetzt sehr, sehr hohe Karten im Moment. Wieder Stunde des Kämpfers. Useless. Wir nehmen aber alles mit, was wir kriegen können. Vielleicht kriegen wir noch ein Level raus. Tja, hast wohl nicht getroffen, ne? Tschüss. Geil. Bodenlose Dunkelheit. So, hier habe ich schon alles aktiviert, hä? Das war dumm. Nice. So, schade, dass die halt so lange brauchen. Tja, was machst du jetzt, hä? Du bist dead, bist du. So, du auch? Oh, süß. Schattenleuchte und ein Wyvern. Riku, triff den doch. Was ist dein Problem, Alter? Na, geht doch. Ja, aua. Bitte stirb einfach. Anhaltende Betäubung ist ziemlich nutzlos. Oh, ich hasse Schattenlurche, ne? Verstecken sich halt immer im Boden. Was anderes können die auch nicht. Schwache Dunkelheit. Ha, nice. Nein! Na! Riku findet das lustig, mich zu verarschen. Geht doch, danke. Du und dein Schild, ihr geht mir richtig auf den Sack, ne? Dankeschön. Ihr dürft gerne von uns gehen. Als erstes bist du dran. Sonst machst du wieder deinen komischen Drehangriff und dann, ja. Seht ihr? Ich wusste es. Das war's. Easy.
War so klar, ne? War so klar, dass hier einer ist. Die herzlosen Booty. Tja, das hat dir gar nichts gebracht. Traurig. Ach, da ist noch einer. Hat er gedacht, er könnte sich verstecken, Alter. So einfach ist das nicht. Es ist nicht so einfach, sich vor mich zu verstecken. Ich hatte echt keine Karten mehr. Tschüss. Oh, Kacke, Alter. Aber klar. Den Raum haben wir fast durch, aber leider kein Level mitgenommen. Das ist schade. Aber hier ist gar nichts, lol. Okay, dann runter. 5 oder höher. Bosskampf. Riku, ich wusste, du kehrst zurück. Malefiz, du lebst? Du hast nicht aufgepasst. Ich bin bloß ein Produkt deiner Erinnerung. Musstest ausgerechnet du mir begegnen? Wer sonst? Dein Herz ist in Dunkelheit getaucht. Du siehst nur Menschen, die in der Dunkelheit leben. Menschen wie mich. Nein! Sei lieber dankbar, dass dir jemand Gesellschaft leistet. Dein Herz ist leer. Gäbe es nicht die Dunkelheit in deinem Herzen, wärest du jetzt ganz allein. Momentan eine ziemlich verlockende Vorstellung. Ach, eins bist du nicht von mir gewichen, um deinen Durst nach Dunkelheit zu stillen. Du möchtest mich hier haben, wer sonst kann dir das geben, wonach du dich sehnst? Es gab eine Zeit, da wollte ich dich um mich haben. Ich überließ mein Herz der Dunkelheit. Aber das ist vorbei. Du und deine Dunkelheit habt mir nichts mehr zu bieten. Ich hatte mein Ich verloren, Leere in mir einkehren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich hier nur auf Gestalten der Dunkelheit wie dich treffe, dann werde ich euch allesamt auslöschen. Dann vergiss aber nicht, dich auch mit auszulöschen. Denn du bist genau wie ich ein Wesen der Dunkelheit. Meinetwegen, ich habe mich der Dunkelheit zugewandt, weil mein Herz schwach war. Ich hasse diese Schwäche. Es ist, als wäre ich mein eigener Feind. Mit anzusehen, wie Menschen wie du der Dunkelheit huldigen, macht es nur noch schlimmer. Genug geredet, Malefiz. Also hast du die Dunkelheit genug, sie zu bekämpfen? Wie verzweifelt du sein musst. Lass mich deinen Pein lindern, Riku, ein für alle Mal. Durch die wundersame Macht der Dunkelheit. Oh, nicht schon wieder, Alter. Der Drache ist zurück. Geil. Hä? Oh nein, er wird gleich verschwinden. So, einmal hier das Ding beschwören. Dieses Mal nicht, Brudi. So, ganz schnell mal Karten wiederholen. Sehr schön. Rauf da, komm. Süß. Das kannst du mal schön vergessen, Alter. Das war's. Easy.
Das war halt echt nicht der Rede wert, ne? Malefiz Drache. Ach, dann einmal wieder LP. Sehr gut, jetzt können wir hier oben lang. Und dann sind wir durch. Denke ich mal. Refugium des Siegers. So, dann einmal klettern, 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 klettern. Hier haben wir einen Save Point, aber wir gehen weiter. Why do you shun the darkness? Come on, I know you heard me. Every word I said to Maleficent. Darkness is your weapon. It is time you learned you must accept it. What do you mean? Stop resisting. Accept the darkness. You have no choice. If you are to serve me again. I thought it was you, Ansem. Oh, you don't seem surprised. All you have been talking about is the darkness. I can only assume you want to pull me back in so you can play puppet master. Clever boy. I knew you'd be the one to most appropriately serve me. And now, surrender to me again. You're crazy! Not a chance! Did you really think you could do me harm? A weakling like you couldn't even defeat Sora, and you had darkness on your side. Excuse me for being weak. You are weak. You need darkness. Surrender. Bow to darkness. Bow to me. That's not gonna happen. Only the darkness can offer to you all of the strength that you will need. You're wrong. That voice. Your Majesty? That's right! Remember, Riku, you're not alone! Listen close. The light'll never give up on you. You'll always find it, even in the deepest darkness. I got it. I won't lose to darkness. Not today. You think that feeble little light can save you? From the darkness that I command? Echt jetzt? Nicht schon wieder, Brudi? Du sollst die Dunkelheit überall spüren. Ich will nicht mehr. Gib alles, was du hast. Du kriegst es umgehend zurück. Wenn Ansem seine Karte zieht, stich sie augenblicklich. Schneller Stich. Stich schnell die feindliche Karte für einen stärkeren Angriff. Du gibst noch nicht auf? Ich frage mich, wie viel du einstecken kannst. Ich spiele so lange mit, bis du aufgibst. Ziehe eine Karte mit gleichem Wert wie dein Gegner und drücke Y. Stich alle Karten des Gegners. Oh shit. Okay, nochmal. Erfolg, nice. Duellsystem.
Ziehe eine Karte mit dem gleichen Wert wie die des Gegners und drücke Y, um zu beginnen. Stich alle feindlichen Karten, um ein Spezialmanöver auszuführen. Du brauchst allerdings mehr als 8 Karten. What? That all you got? It seems to me that you are intent on resisting the darkness. All right, then see it for yourself. Huh? This is a card crafted from your memory. Advance through the world it creates, and soon you will understand. Chasing after light is not the way. It will not give you distance from the darkness. There is no running from the darkness. Don't worry, I'm not running. Give it. I'll enter the world, and in the end, if I haven't given in to the darkness, then I win. I have one more gift for you. What'd you do? I simply tempered the darkness that yet remains in your heart. You still think that I'd rely on darkness? To use it or not is your choice. I'll be waiting, Riku, for you to sense it and yield to the darkness in your heart. Riku lernt S-Modus. Sinistra-Modus aktivieren. Der Sinistra-Modus kann aktiviert werden, wenn du die maximalen Sinistra-Punkte SP durch gestochene Karten gesammelt hast. Im Sinistra-Modus sind deine Fähigkeiten verstärkt und du hast mehr Kombinationen zur Auswahl. SP gehen verloren, wenn deine Karte gestochen wird oder du Schaden nimmst. Riku kehrt in den Normalzustand zurück, wenn die SP auf 0 sinken. Okay, nice. Wir haben 4 Karten bekommen. Stadt Traverse, Agrabah, Monstro und noch was anderes. Dann mal los. Don't I even warrant a hello, Lexius? What is going on here, Zaxian? I want an explanation. Nice to see you too, Vexen. It's such a shame. The organization used to be the rope that bound us together. You're only number 6. How dare you? Let it go, Vexen. Zaxian, tell us. What did you detect? Visitors. I picked up 2 scents in the castle's lowest basement. One of them was Maleficent. Don't be absurd. The witch is gone. She cannot return from the realm of darkness of her own volition. If you would let me finish, the scent belonged not to the real Maleficent, but to a very convincing double. But I truly cannot say much beyond that, since the double is no more. Our other visitor saw to that. And who is it? I do not know for sure, but the scent was very similar to that of the superior. And yet, not exactly the same, was it? This truly piques my curiosity. Now, what to do? We wait. See what develops. Something smells funny. What's that scent? It's so familiar. Darkness. It's the smell of darkness. I can't believe this is happening. The darkness even seeped into my skin. Don't worry, Riku.
Your Majesty! Oh! What happened? I can see right through you. Funny, huh? I can only send a bit of my power to this place. That's why I've got a request for you. Request? Listen, Riku. Just because darkness holds you, don't let go of who you are. You've got to fight the darkness inside you. It won't be easy to do, I know. But please don't forget, even in the darkest darkness, there's always a little bit of light. Light within darkness. You and I have seen it. The far welcoming light inside the door to darkness. The light of Kingdom Hearts. It will show you the way. Please don't give up. Believe in the light. That's a request from my heart. Okay. I'll do my best. Trust me. I'll try to find a way to reach you. I'll get there. I promise. Oh. You're an illusion. Don't worry. We shook hands in our hearts, remember? We're connected, you and me. Guess we are. Okay, nice. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Welt. Ich nehme die Welt, die am beschissensten ist. Wahrscheinlich ist das Halloween Town, ne? Das ist eine gewesen. Ne, Nimmerland. Dann würde ich sagen, machen wir Monstro zuerst. Auf geht's in den Wal, Leute. Der Wal. Los geht's. Schlüssel des Anfangs. Der fette Wal wartet auf uns. Geil. Monstro. Let's go. Das wird hier jetzt, denke ich, wesentlich angenehmer zu kämpfen sein. Autsch. Ach ja, hier haben wir jetzt übrigens ein anderes Deck. Ihr seht es selbst. Das Deck verändert sich pro Welt. Wir müssen mit den Karten klarkommen, die wir kriegen, leider. Na, geht doch. Sehr nice. Okay. Raum der Begegnungen. Das mit dem Duellsystem, das wird noch sehr witzig werden, glaubt es mir. Das Feature ist nicht so cool, wie es klingt. Sehr schön. Aber ihr seht, es ist stark. Das ist gar keine Frage. Nice. Nein! Oh ja, hier kommen die Fettsäcke, Alter. Oh, das macht richtig Bock. Na dann, Attacke. Ha!
So, erledigen wir den Fettsack relativ schnell, weil der geht mir auf den Sack. Wie kann... Ach, ja. Alter. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Schwarzer Raum. Ja, ja, das war mir schon klar. Oh Gott, nein. Ha! Diesmal konnten wir ihn betäuben. Easy. Das war leicht. Ach ja, wo ich euch auch enttäuschen muss. Mokri-Räume gibt's ja nicht. Das heißt, keine Mokris. Keine Mokris für uns. Genau, mit der Mickey-Karte können wir uns heilen. Und Impuls. Nice. Das war's. Drängende Dunkelheit. Lame. Oh, hier ist noch einer. Den nehmen wir natürlich mit. Mickeys Mirakel 2, geil. Und damit haben wir ein Level erreicht, cool. Ich meine, wir haben ja gerade noch... Da, nice. Ha, ich bin im Sinistra-Modus, geil, Alter. Und tschüss. Oh, was Grünes. Eine starke Initiative-Karte. Sinistra SP-Dingens. Das machen wir jetzt ein paar Mal hintereinander, weil wir haben einige Level erreicht ja in Hollow Bastion. So, wir können nur hier lang. Eins oder höher. Da passt die Verschnaufpause gerade am besten rein. Sehr schön. So, sonst noch was? Eigentlich brauchen wir hier nichts kaputt machen. Weil wir können hier nichts bekommen. Wir kriegen hier keine Karten wie bei Sora oder sowas. Genau. Gut, Leute. Dann werde ich den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part geht es hier weiter. Und ich hoffe, wir werden im nächsten Part dann auch Monstro beenden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.